Mein Name ist Sophina Dolny, ich bin 25, ich bin Filmemacherin. Ich habe lange Zeit in Kapstadt Film- und Medienwissenschaften und Filmproduktion studiert und ich habe jetzt den Hamburg Star Wettbewerb gewonnen. Heimatidentifikation. Warum hast du gerade dieses Thema gewählt? Ja, ich denke, das war Teil eines Selbstfindungsprozesses irgendwie. Ich habe so lange im Ausland gelebt, in Südafrika. Als ich wieder hierher kam, konnte ich mich mit Deutschland überhaupt nicht identifizieren. Ich meine, war mir sowieso nicht sicher, ob ich wieder nach Deutschland wollte. Und jetzt war ich hier und habe dann einfach rumgefragt, als was sehen sich die Leute? Sind die Europäer? Sind die Hamburger? Sind die Deutsche oder gar St. Paulianer? Es gibt da ja verschiedene Versionen. Und ich glaube, während des Drehs ist mir vieles klar geworden und hat mir auch geholfen zu sehen, bin ich Deutsche, bin ich Europäerin? In dem Film hast du die Frage gestellt, was uns verbindet. Was würdest du darauf antworten? Ja, was verbindet uns? Ich denke, in erster Linie unsere Menschlichkeit, die Art und Weise, wie wir kommunizieren miteinander. Und ich denke, dass das auch kulturübergreifend ist und dass wir alle zusammen gut miteinander klarkommen können. Und also ein Beispiel dahingehend wäre einfach, ich habe in Südafrika in einem kleinen Fischerdorf gelebt und da waren am Strand alle Leute vertreten. Wir hatten da strenggläubige Muslime, die am Strand saßen, daneben weiße Frauen in kleinen Bikinis, dazwischen saßen Hindus, die vegetarisch kochten und wir haben alle miteinander kommuniziert und wir kamen alle gut miteinander klar, kulturübergreifend. Und das wünsche ich mir auch für Deutschland. Eine weitere Frage, die du gestellt hast, war, warum bist du hier? Was sagst du dazu? Warum bist du hier? Ja, warum bin ich hier? Ich denke, da werde ich jetzt aufgreifen, was eine Dame im Film sagte. Das war eine Flaschensammlerin, die vor dem Stadion saß während der Weltmeisterschaft und die meinte, sie fühlt sich einfach frei hier. Und ich denke, dass dies ein wahnsinnig liberaler Staat ist, dass man wirklich frei ist, sagen und tun kann, was man will. Und das ist, finde ich, sehr wichtig. Trotzdem, okay, das Wetter ist nicht so klasse und dahingehend war es in Südafrika auf jeden Fall schöner, aber es gibt schon Gründe, in Deutschland zu leben oder in Europa. Kannst du uns was über diesen Wettbewerb erzählen, den du gewonnen hast? Ja, das war der Wettbewerb Hamburg Star und der wurde ausgerufen vom ESF, das ist der Europäische Sozialfonds, zusammen mit der Stadt Hamburg. Und da haben sie einfach junge Filmemacher dazu aufgerufen, ihre Filmideen über das Thema Europa ins Internet zu stellen und dann würden eben halt alle möglichen Leute dafür voten und ultimativ würde eine Jury entscheiden, welcher Film gewinnt. Und so kam ich dazu, diesen Film zu machen und zum Hamburg Star einzuschicken. Und ja, und dann war ich sehr überrascht, dass ich den dann tatsächlich gewonnen hatte, den Preis. Besonders die 1500 Euro, das ist ein Reisecheck. Und ich hatte während der Dreharbeiten sehr großspurig all meinen Freunden versprochen, ja, wenn ich das gewinne, dann fahren wir alle zusammen nach Spanien und zwar nach Malle.